Ja, Freunde, da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen im nächsten Part mit Majolas Maskel. Mit dem Slaxi und dem Slavi. Und dem Wischel, der Band Lounge von Lilt. Ja, Leute, wir waren mitten im Felstunnel, mitten bei der Creepypasta Band Drowned. Und ja, previously on Band Drowned. Wir haben jetzt in dem letzten Part angefangen und haben herausgefunden, dass ein Typ, also ein Student, von seinem Kollegen eine Konsole geschenkt bekommen hat. Auf dem Flohmarkt dann probiert hat, alte Leute abzuziehen, die Sau. Und dann halt einen alten Mann getroffen hat, der ihm ein Majora's Mask Modul oder noch nicht mal ein N64 Modul geschenkt hat, wo fett mit Edding Majora drauf stand, mit der Aussage Ciao Den. Und er hat auf dem Modul einen Speicherstand gefunden, der aber Ben heißt, und er geht davon aus, dass er wahrscheinlich Ciao Ben gesagt haben sollte. Derjenige hat dann, also der Herr mit der geilen deutschen Grammatik hier, der hat dann angefangen, das Spiel zu spielen und hat halt gemerkt, dass er viele Bugs hat. Er hat den 4-Tages-Glitch probiert, er hatte einen Glitch, dass sich der Name, also der Spielstand von Ben und sein Spielstand irgendwie miteinander vermischt haben mussten irgendwie, da die NPCs ihn ab und zu Link, also so wie sein Spielstand hieß, und ab und zu Ben genannt haben. Er hat diesen Speicherstand jetzt gelöscht und momentan ist er mitten am Zocken und bekommt irgendwie leichte Paras, weil das Spiel total verglitscht ist und nichts am Funktionieren ist, wie es sollte. So ist der aktuelle Stand. Genau, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Ja, wer es genauer nochmal hören will, war wie gesagt, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, merke ich doch, wie viel Information eigentlich in dem Text war. Mhm. Wenn man es ja so liest, denkt man, das liest sie. Also ich bin ja so jemand, ich finde sowas liest sie immer sehr, sehr trocken. Aber okay, alles klar. Aber für die, die es nochmal wissen wollen, das ist ja das Schöne an YouTube, einfach ein paar Vorspulen. Zurückspulen. So. Gut, Slaxi kümmert sich weiter um den Felstunnel und ich suche meinen Absatz, wo ich aufgehört habe. Geistige Verfassung, ja, dat, gefühlt, als ich durch die Geisterstadt lief, lähmend, Jaren gepackt, Alter. Genau, ertränkten Waschplatz, da waren wir. So, ich scroll hier mal runter und dann geht's hier weiter. Es passierte, als ich die Zone betrat und in Richtung Pool rannte. Link fasste sich an den Kopf und auf dem Bildschirm blitzte das Bild des Besitzers des fröhlichen Maskenladens auf. Und dazu spielte im Hintergrund das Gelächter des Horror-Kid. Wir kennen es alle. Als der Bildschirm wieder normal wurde, starrte ich auf die linke Statue. Nee, auf die Link-Statue. Ha, der ist mies. Die normalerweise erscheint, wenn man die Elegie des leeren Herzens spielt. Die ist doch anders, die heißt doch nicht Elegie, oder? Ich hab doch die Karte. Ja, okay, danke. Warum? Ich schrie, als dieses Ding mich mit... Geht doch. Willst du ihm was sagen? Ach, okay. Ich schrie, als dieses Ding mich mit seinem leeren Gesichtsausdruck anstarrte. Ich drehte mich um und rannte zurück in den Süden von Unruhestadt. Aber die Statue folgte mir. In zufälligen Abständen erschien die Statue hinter mir. Es war, als würde mich die Statue verfolgen. Ich will es nicht sagen, mich jagen. Und wir reden jetzt von der Statue. Jetzt weiß ich auch, was er meinte. Die der Jan gerade im letzten Part dauernd benutzt hat, um die jeweiligen Plattformen zu machen. Und zwar, wenn ihr euch als Link verwandelt, dann, also als Link diesen Song spielt, dann bleibt ja diese Link-Statue, worauf auch ein bisschen diese Todestheorie aufbaut. Und es auch einen Beweis für einen Widerspruch gibt. Aber dazu später mehr. Behalt ihn mal bitte im Kopf, damit ich das Lesezeichen habe, wenn wir die Geschichte Review passieren, wenn wir die Geschichte resumieren. Behalt ihr einfach mal die Stichwörter Linkstatue, Todestheorie im Kopf. Und wiederhol die dann, wenn ich dich frage, ob wir irgendwas vergessen haben. Jan. Oder ihr Abonnenten da draußen. Ach, da ist eine Sonne. Nee, alles klar. Da gibt's was Wichtiges zu sagen. Ganz zu. So. Auf jeden Fall, er wird jetzt gerade von dieser Statue verfolgt, wie es scheint. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich am Rande der Hysterie, aber ich dachte trotzdem nicht daran, die Konsole auszuschalten. Ich weiß nicht wieso. Ich war wie gebannt und der Schrecken fühlte sich so echt an. Ich versuchte, die Statue zu schütteln, aber sie erscheint jedes Mal hinter mir. Erschien mein Freund Vergangenheit. Link fing an, sich seltsam zu bewegen und zu glitschen. Danach sah ich wieder den Besitzer des fröhlichen Maskenladens und eine Sekunde später schaute ich wieder diese verfickte Statue in die Augen. Am Ende rannte ich in das Dojo des Schwertmeisters und lief nach hinten. Ich weiß nicht wieso, aber ich wollte sicher sein, dass ich hier nicht alleine war. Zu meinem Entsetzen fand ich keine Statue. Aber als ich mich umdrehte, um zu gehen, trieb mich die Statue in die Ecke. Ich versuchte, die Statue anzugreifen, aber es nutzte nichts.
Verwirrt und in die Ecke gedrängt, starrte ich einfach nur auf die Statue und wartete darauf, dass sie mich töten würde. Also im Spiel jetzt. Plötzlich tauchte wieder das Gesicht des Maskenhändlers auf und Link stand plötzlich der Statue gegenüber und starrte seiner Kopie und gleichzeitig mich an. Was los? Kriegt das hier nicht hin. Bleib cool. Ey, je mehr du verkackst, umso mehr Zeit habe ich den Scheiß hier noch runterzukriegen. Schließlich waren Realität und Videospiel vollkommen verschmolzen, als ich aus dem Dojo rannte. Plötzlich wurde ich zu einem unterirdischen Tunnel teleportiert, in dem das umgekehrte Lied der Befreiung spielte. Mir wurde ein Moment der Entspannung zuteil, bevor die Statue wieder hinter mir erschien. Diesmal aggressiv. Ich konnte nur ein paar Schritte laufen, bevor die Statue sich wieder hinter mich teleportierte. Ich eilte aus dem Tunnel und war wieder in Südunruhestadt, als ich damit ziellos herumrannte. Plötzlich schrie ein Zombie und der Bildschirm wurde schwarz, als der Beginn eines neuen Tages mit dem Text, du musst den Text auch formatieren, Junge, darunter erneut erschien. Was los, Jan? Steuerung ist nicht sensibel genug, damit ich ihn in der Mitte halten kann, wenn ich den Stick hochziehe. Ja, das ist wahrscheinlich dezent unangenehm jetzt gerade, ne? Den Kampf da zu kämpfen. Gott, Alter. Wir haben noch so viel vor uns, Freunde. Oh Mann. Das Spiel setzte wieder ein und ich stand auf der Spitze des Uhrturms und Horrorkid schwebte über mir. Ich schaute auf den Mond. Jetzt rollst du los, du Bastard. Nur ein paar Meter über meinen Kopf, aber Horrorkid starrte mich einfach nur eindringlich mit dieser verfickten Maske an. Wie oft benutzt er eigentlich verfickt? Digga, im Englischen wird oft fuck gesagt. Du kannst es aber auch im Deutschen auch mit verdammt übersetzen. Muss nicht immer verfickt bringen. Das klingt im Deutschen sehr, sehr Hauptschule und so. Was sagt ihr ein Hauptschüler? Ein neues Lied spielte, die Felsentour-Melodie rückwärts. Ich versuchte in meiner Verzweiflung Horrorkid anzugreifen. Ich rüstete meinen Bogen aus und feuerte auf Horrorkid. Und tatsächlich traf der Pfeil ihn. Und er wurde zurückgestoßen. Oh, kurz ausstoßen. Ich feuerte nochmals und als ich den dritten Pfeil schoss, erschien eine Nachricht. Das wird nichts bringen. Ich wurde vom Boden um und schwebte schließlich. Schließlich schrie Link, als er in den Flammen aufging, was ihn sofort tötete. Ich zuckte zusammen, als das passierte. Ich hatte noch nie gesehen, dass diese Attacke von irgendjemandem in diesem Spiel eingesetzt wurde. Und Horrorkid hatte nicht mal Attacken. Als der Deathscreen erschien, auf dem Link immer noch brannte, lachte Horrorkid und der Bildschirm wurde schwarz. Und plötzlich spawnte ich wieder am selben Platz. Ich entschied mich, ihn anzugreifen. Wieder spielte das umgekehrte Lied der Befreiung. Bei meinem dritten und letzten Versuch bemerkte ich, dass keine Musik mehr gespielt wurde. Es herrschte gespenstische Stille. Ich erinnere mich, dass man bei Fotzenviecher! Genau das. Ich erinnerte mich, dass man bei Horrorkid, wenn man ihn normalerweise traf, entweder die Ocarina verwenden musste, um in der Zeit zurückzureisen, oder die Giganten herbeirufen musste. Ich versuchte, das Lied der Befreiung zu spielen, aber als Link die letzte Note spielte, ging er wieder in Flammen auf und starb. Als der Deathscreen langsam verblasste, tuckerte das Spielmodul, als ob das Spiel Daten verarbeiten musste. Als das Spiel erneut einsetzte, sah ich dieselbe Szene wie zuvor, nur dass Link diesmal tot auf dem Boden lag. In einer Position, in der ich ihn noch nie zuvor in diesem Spiel gesehen habe, den Kopf leicht nach oben geneigt mit Horrorkid über ihn. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte keiner der Knöpfe am Controller bestätigen. Ich konnte nur auf Links leblosen Körper starren. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm schwarz und zeigte die Nachricht, dir wurde ein schreckliches Schicksal zuteil. Oder eigentlich heißt es, du bist einem schrecklichen Schicksal begegnet. Nicht wahr? Das ist der deutsche bekannte Song. Im Englischen heißt es You meet your meet. Wie der englische Originalsatz ist, der in dem Modul aufgetaucht ist. Eigentlich müsste er ja heißen You meet a terrible fate. Also so, ich muss jetzt hier aber auch mal kurz einen Schnitt machen, damit ich die Einstellung verbessern kann. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Sorry, aber ich musste heftig in den Controller-Einstellungen rumeditieren, damit ich es jetzt gebacken gekriegt habe. Das hat ewig gedauert. Von daher, alle Sonnen waren falsch, nur die hier auf der linken Seite war richtig. Weiter geht's. Gut, mittlerweile, ich habe zwar jetzt nicht nachgeguckt, aber der englische Satz müsste eigentlich sein, you've met a terrible fate, also du bist einem schrecklichen Schicksal begegnet.
Der gleiche Satz, den gibt es auch so im Deutschen. Du erinnerst dich, den hat der Maskenhändler uns gesagt, als wir ihn das erste Mal getroffen haben. Yep. Du bist einem schrecklichen Schicksal begegnet, nicht wahr? Man erinnert sich, waren seine Worte. Und da fängt ja auch unter anderem die Todestheorie von Link an. Und sie wird auch gleichzeitig mit dieser Ben Drowned-Legende in Verbindung gebracht. Aber so viel, wenn wir beim Endfazit sind, Freunde. Wir müssen hier mal weitermachen, weil ich weiß nicht, so wie ich den Jan kenne, fetzt der jetzt den Dungeon durch und ich komme mit dem Lesen nicht hinterher. Auf jeden Fall, also ist für uns beide eine Herausforderung, Digga. Ich habe gerade 30% des Textes runtergescrollt. Aber jetzt fängt es an, spannend zu werden. So viel kann ich sagen. Jo. So. Das Spiel setzte wieder ein und ich stand auf der Spitze des Uhrturms und Hawkins schwebte über mir. Ich schaute auf und der Mond war zurück. Nur ein paar Meter über meinen Kopf. Aber Horakid starrte mich einfach nur eindringlich mit dieser ich glaube, ich habe gerade einen Absatz doppelt gelesen. Wartet mal. Jetzt sieht er Befreiung. Zerlegte die Nachricht. Ja, genau. Ich bin sogar ein bisschen weiter. Na, siehste. Du bist einem schrecklichen Schicksal begegnet. Nicht wahr? Genau. Bevor ich dann wieder im Titelbildschirm landete. So. Ah, jetzt wird der Text doch mal ein bisschen übersichtlicher. Als ich das Spiel erneut startete, war mein Spielstand nicht mehr vorhanden. Statt Link stand dort dein Zug. Dein Zug hatte 3 Herzen, 0 Masken und keine Items. Ich wählte dein Zug, also your turn, an und ich war wieder in der altbekannten Szene auf dem Dach des Uhrturms. Mit dem toten Link und Horrorkid, der wieder und wieder lachte. Ich drückte sofort den Reset-Button und als das Spiel wieder startete, gab es einen neuen Spielstand unter dein Zug namens Ben. Bens Spielstand war genau da, wo er vorher war und wo ich ihn vorher gelöscht hatte. Im Felsturm, kurz bevor der Mond einschlug. Ich schaltete die Konsole zu diesem Zeitpunkt ab, da mir das viel zu krank wurde. Ich habe heute nicht alles gespielt, aber... Oh! Genau, siehst du, Sluxy, mach doch mal diese Wut mit rein. Ich hatte letzte Nacht keinen Schlaf. Ich hörte die ganze Zeit das Lied der Befreiung in meinem Kopf und erinnerte mich an die Bedrohung, die ich verspürte, als ich Unruhestadt erkundete. Ich fuhr zum Haus des alten Mannes, nur um ein zu verkaufendes Schild am Hauseingang zu finden und herauszufinden, dass niemand zu Hause war. Seltsam. Also, das Haus ist leer und es stand zu verkaufen vorne. Ja, das scheint da passiert zu sein. Und nun bin ich hier und schreibe meine Gedanken auf und dokumentiere, was passiert ist. Es tut mir leid, wenn das hier grammatikalische Fehler enthält. Oh ja, aber ich kann einfach nicht schlafen. Ich habe vor diesem Spiel Angst. Jetzt noch mehr, da ich es durch das Aufschreiben nochmal erleben musste. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alles herausgefunden habe und irgendetwas drängt mich dazu, das weiter zu erforschen. Ich denke, Ben ist ein Teil des Puzzles, aber ich weiß nicht welcher. Und wenn ich den alten Mann finden würde, könnte ich einige Antworten finden. Ich brauche noch 1 oder 2 Tage, bis ich mich wieder an dieses Spiel heranwage, da es schon an meinem Verstand genagt hat. Aber beim nächsten Mal werde ich alles aufnehmen. Die Idee aufzunehmen kam jetzt zum Ende hin. Und hier sind die letzten paar Minuten auf YouTube. Und bevor jemand fragt und du fragst, ja, es gibt diese Videos auf YouTube. Oh mein Gott. Die werde ich, da ich die Beschreibung mache, werde ich euch die verlinken. Original von dem Account, von dem Typen, der die Geschichte geschrieben hat. Die Originalgeschichte. Aber dazu später im Endfazit. So. Ich werde diesen Thread noch eine Weile beobachten, bevor ich einschlafe. Eure Fragen beantworten, Theorien und Ideen anhören, damit ich etwas Licht ins Dunkle bringe oder weiß, was ich tun soll. Ich denke, ich werde mir Bens Spielstand morgen anschauen, um zu sehen, was passiert. Vielleicht war das so geplant. Ich glaube nicht an so paranormalen Schwachsinn. Aber das ist etwas seltsam. Vielleicht ist Ben einfach ein sehr guter Hacker-Programmierer. Ich möchte nicht über die Möglichkeiten nachdenken, falls er keiner ist. Das ist das Ende der Paste. Ich hoffe, dass es so eine Art Running Gag der Entwickler ist und diese anderen Leute aus so einer Scherzversion des Spieles bekommen haben. Das macht mir einfach nur Angst. Ist noch nicht das Ende der Paste. Jetzt sollte vielleicht gesagt werden, diese Paste besteht aus einem Forumbeitrag, den dieser User gemacht hat. Dort hat er diese Videos auch hochgeladen. Oh Mann, bin ich gut. Und er hat wirklich um Hilfe gebeten. Das war Forum-Eintrag Nummer 1. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Foreneinträge. Die anderen Foreneinträge gehen am schnell. Das war Forum-Eintrag Nummer 1. Jetzt sind wir bei Forum-Eintrag Nummer 2. 8. September. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse.
berührt das heilige goldene Licht dem blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels. So trifft eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte. Nun gehe ich dahin, still und ungesehen. Bumm. Tschüss. Jo, oh ja, voll still, Alter. Busch. Das ist das Gesetz der Garo. Na, 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 Ninja. Ninja Garos. Schön. Willst du weiter zu sagen? Mach weiter. Okay. Wie gesagt, Jan, ich muss, damit ich mit der Zeit hinterherkomme, musst du mich echt unterbrechen im Wort. Ich werde schreiben, was mir passiert ist und das Videomaterial verlinken. Also wir sind jetzt bei Post 2, 8. September 2010. Ich werde schreiben, was mir passiert ist und das Videomaterial verlinken, aber letzte Nacht wurde mir alles zu realistisch. Ich glaube, ich spiele mit dieser Sache besser nicht, das wird mir zu kritisch. Ich bin kurz nachdem ich den Thread gestern erstellt hatte, eingeschlafen und hatte einen seltsamen Traum über diese Statue. Ich träumte, dass sie mich im Traum verfolgte, dass ich meinen Alltag nachging, als ich spürte, wie sich meine Nackenhaaren aufstellte. Ich drehte mich um und das Ding, dieses schreckliche, leblose Ding, starrte mich mit diesen leeren Augen an. Nur ein paar Zentimeter entfernt. Ja, siehste, es geht doch ohne verfickt. Danke. In meinem Traum nannte ich es Ben. Und es gab noch nie einen Traum, an den ich mich so gut erinnern konnte. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass ich etwas schlafen konnte. Heute bin ich wieder in die Nachbarschaft gefahren, um zu sehen, ob der alte Mann zurück war. Damit ich den Kontakt mit dem Spiel so lange wie nur möglich zu verzögern konnte, aber wie erwartet war er immer noch weg und keiner war zu Hause. Als ich zurück zu meinem Auto lief, schaltete der Mann von nebenan den Rasenmäher aus und fragte mich, ob ich jemanden suche. Ich sagte ihm, dass ich nach einem alten Mann suchte, der dort lebte. Und er antwortete mir, nicht tausendmal sagte in einem Wort, Leute, das könnt ihr nicht bringen. Und er antwortete mir, was ich schon wusste, nämlich, dass er umgezogen war. Ich fragte den Mann, ob der Mann Familie oder Verwandte hatte, mit denen ich sprechen. Trick 17 eben mit der Bombe hier, Freunde. Hast du wieder geskillt, Digga? Ja, geskillt, Alter. Ich fand heraus, dass der Mann nie verheiratet war oder jemanden adoptiert hatte. Langsam war ich besorgt und fragte ihn, was ich von vornherein schon hätte fragen sollen. Wer war Ben? Der Gesichtsausdruck des Nachbarn wurde düster und er sagte, das ist vor 8 Jahren, am 23. April. Er wusste das Datum, da dort sein Hochzeitstag war. Mann, schreib Deutsch! Es war vor 8 Jahren, am 23. April, einen Unfall gab, in dem ein Junge namens Ben verwickelt war. Der Mann wollte mir nicht mehr preisgeben. Ich fuhr zurück und fing wieder an zu spielen. Ich startete das Spiel und zuckte zusammen, als der Titelbildschirm erschien, auf dem die Maske durch das Bild flog. Flog, Vergangenheit, Digga. Es war der normale Ton, aber viel höher. Ich drückte Start und erwartete das Schlimmste. Aber genau wie vorgestern wurden nur die Spielstände Dein Zug und Ben angezeigt. Ich wählte den Ben-Speicherstand und zögerte einen Moment, als ich feststellte, dass die Statistik sich geändert hatte. Es schien, als wäre der Felsturm abgeschlossen. Meinen ganzen Mut zusammennehmend wählte ich den Spielstand aus. So, ich mache den Absatz noch fertig, dann denke ich mal, wird zu schneiden, ne? Ja. Gut, dann mache ich den Absatz noch fertig. Ich wurde sofort in das absolute Chaos geworfen. Gewiss war ich vor dem Felsentempel, aber das war das Einzige, das ich erwartet hatte. Die Zone selbst hieß nicht Felsentempel, sondern Felsen. Und sofort erschien eine Textbox mit einer wirren Kombination von Buchstaben und Zahlen, die mich begrüßte. Links Körper war entstellt. Sein Rücken war seltsam zur Seite verdreht. Sein Gesichtsausdruck war glanzlos, fast monströs. Diesen Gesichtsausdruck kannte ich nicht. Könnt ihr alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung in den Videos sehen, die der User online gestellt hat. Es war ein leerer Gesichtsausdruck, wie als wäre er tot. Links Körper bewegte sich auf eine seltsame Art und Weise nach vorne und hinten. Als ich meinen Avatar betrachtete, fiel mir auf, dass ich ein unverwendbares Item hatte, welches ich zuvor nie gesehen hatte. Im Hintergrund lief irgendein Ton vorwärts und rückwärts, den ich einfach nicht identifizieren konnte. Er klang fast dämonisch. Es klang, als würde jemand lachen. Ich hatte 2 Minuten, mich umzusehen, als wieder eine dieser Statuen hinter mir auftauchte und der Bildschirm wieder auf Beginn eines neuen Tages schnitt. Nur diesmal ohne Zeitangabe. Alter.
Und ja, bald, Leute. Bald. So. Okay, gut. Ich würde sagen, hier bei der Fee machen wir auch einen Schnitt. Ja, und ich würde mal sagen, Leute, ich hoffe nicht, dass auch ihr einem schrecklichen Schicksal begegnet seid. Felsen. Bis zum nächsten Mal. Felsen. Gute Nacht. Ciao. Ciao.